Beim OER-Festival 2017, müssen wir gestehen, von Organisationsseite sind wir relativ überrascht worden von dem sehr starken Zuspruch. Also wir haben schon viel erwartet, aber wir haben dann so viele Einreichungen gekriegt, sowohl für das Fachforum wie auch für den OER-Award. Wir haben so viele Workshops beim OER-Camp, da laufen 15 Workshops parallel. Wir mussten noch Räume rundherum dazu mieten, für das Catering wurden noch draußen Zelte aufgebaut und so weiter. Und trotzdem konnten wir nicht alle Anmeldungen annehmen. Wir werden also über die Tage verteilt hier über 350 Leute haben und hätten noch mehr Anmeldungen haben können. Man kommt da nicht nur hin, weil man so ein bisschen Update haben möchte und quasi von vorne belehrt werden möchte, sondern weil man ganz vieles Gespräch sucht und sich in Austausch miteinander begibt. Wir beginnen mit einem historisch wertvollen Dokument. Das ist Gimme Mirror aus einer ganz, ganz frühen Phase. Und zwar ist es tatsächlich der Probe. Sagt man Druck bei Sprüh? 22 Euro für den Ingenieur ist nicht zu schwer. 23 Euro. Hör ich 24? 24 Euro. Beim OER-Fachforum wird quasi der Stand des aktuellen Wissens rund um OER in Deutschland vorgestellt. Das heißt, es gibt vor allem Präsentationen, Diskussionsrunden, Panels etc., wo Leute aus verschiedenen Bereichen erklären, was man sozusagen bisher über OER weiß, was für Erfahrungen man gemacht hat, welche Fehler schon gemacht wurden, nicht von allen nochmal nachgemacht werden müssen etc. Wer also sozusagen einmal den aktuellen Stand haben will, was in OER in Deutschland im Moment so bekannt ist, ist beim OER-Fachforum richtig. Man muss sich ja mit OER auseinandersetzen, was aber OER ist, immer sehr praktisch, und dann hast du aber noch diesen anderen Hut auf, wo es darum geht, es mal zu hinterfragen, ne? Und dann ist natürlich auch so ein Festival ein super Ort dafür, ne? Herzlich willkommen zum OER Camp in Berlin 2017. Ich heiße Joran Wuss-Meerholz und werde durch diese Veranstaltung führen. Wir füllen jetzt einen Plan mit Sessions. Das ist sowas wie Workshops, nur dass sie im Barcamp natürlich einen eigenen Namen haben. Session ist bei einem Barcamp so, dass man nicht sagt, man hat Teilnehmer auf der einen Seite und Referenten auf der anderen Seite, sondern man hat Menschen, die alle was beitragen können. Deswegen ist in der Barcamp-Sprache das schöne Wort der Teilgeber und Teilgeberinnen erfunden worden. Also Radiosendungen und OER-Lernmaterialien ist gleich Smiley, Emoji. Mein Thema ist, habt ihr den M offen? Da dürft ihr dann MOOC einsetzen oder was auch immer. Interesse? Vorhanden. Mein Thema ist, glaubwürdige OER erkennen. Mein Thema sind Geschäftsmodelle OER, und zwar im beruflichen Umfeld. Wir haben 97 überlegt, ob das Internet Auswirkungen auf uns als Hochschule haben wird, und kamen damals zur Erkenntnis, dass das wahrscheinlich der Fall ist. Und eigentlich von der Geburt dieser Idee an war uns klar, wir können das alleine gar nicht stemmen. Wir brauchen andere Gleichgesinnte, mit denen wir das gemeinsam tun können. Also mir geht es auch immer darum, das so ein bisschen konstruktiv zu machen, also auch auf mögliche Lücken oder so, ne, hinzuweisen, wo müssen wir genau hingucken, eben aus wissenschaftlicher Sicht. Und die Forschung gibt uns da ja Instrumente dran, das mal so in die Hand so ein bisschen zu systematisieren und zu fundieren, die ganze Bewegung. Dinge nutzen, wieder benutzen, auseinandernehmen, neu zusammensetzen zu können, sozusagen gestalterisch mit Materialien umzugehen und etwas Neues entstehen zu lassen. Das ist für einen Standort wie Deutschland absolut essentiell. Und deswegen sind wir dieser Community seit langem sehr verbunden. Ja, wir finden, wenn die OERs qualitativ gut gemacht werden und wenn sie auffindbar sind, dass die ein sehr guter Einstieg in die digitale Bildung sind. Und wir wissen, dass Lehrkräfte diese Materialien sehr gerne verwenden, wenn sie eben qualitativ das sind, was sie sich davon versprechen. Und wenn sie vor allem gefunden werden, das ist ja für Lehrkräfte ganz entscheidend. Viele wollen ja gar nicht selber produzieren, aber sie möchten sie einsetzen. Wir kommen von der Campus GmbH aus Lübeck und wir informieren hier an unserem Stand über unsere moin.oncampus.de Plattform, wo wir verschiedene MOOCs anbieten, kostenlose OER-MOOCs. Das ist der Austausch mit den Kollegen und den anderen Projekten, weil hier sehr viele Erfahrungen zusammenkommen. Wir haben Leute aus der Schule dabei, aus der Hochschule, aus der Wirtschaft, und man kriegt mal wieder mehr Perspektiven.
Inspiration? Mit OER verbinde ich vor allem Offenheit, gemeinsames Erstellen, Teilen von Inhalten, eine hohe Nachnutzbarkeit von Inhalten dadurch auch. Mit digitalem Lernen beschäftigen wir uns seit 20 Jahren und von Anfang an haben wir eigentlich das, was wir haben, mit anderen geteilt. Die Idee OER ist von daher nur naheliegend, dass wir mit allen das teilen, was wir haben. Wir nutzen auch das, was andere zur Verfügung stellen. Wir haben eine Preisverleihung vorbereitet und gedacht, wir machen sie ruhig ein bisschen lauter. Der OER Award, den gab es letztes Jahr zum ersten Mal, ist ein Preis für OER-Projekte. Man konnte sich darauf bewerben. Es gab in diesem Jahr 89 Einreichungen für diesen Award und der wird in verschiedenen Kategorien vergeben. Einerseits wollen wir damit ganz neue Projekte reinkriegen, das haben wir auch geschafft, und soll aber auch Aufmerksamkeit in den Institutionen schaffen. And the winner is Team at Work. Gewonnen hat. Gewonnen hat. Gewinner ist Tutori.